Menschen fahren an den Strand, um Urlaub zu machen und sich zu entspannen. Diese Strandbesucher nahmen Reißaus, als sie an den Strand kamen. Und davon gleich drei. Bleibt dran, um die ganze Geschichte zu erfahren. Man weiß nie, was man bei einem Strandbesuch zu sehen bekommt. Die meisten erwarten Sonne, planschende Menschen, vielleicht ein paar Surfer und spielende Kinder, also Leute, die eine gute Zeit haben. Die Besucher des Pope Beach in Lake Tahoe hätten jedoch nie gedacht, dass sie so etwas zu Gesicht bekommen würden. Die überraschende Begegnung ereignete sich im August 2016 während der jahrelangen Dürreperiode in Kalifornien in den USA. Es war sehr heiß und viele strömten zur Abkühlung zu den Stränden und Seen des Golden State. Zum Glück gibt es davon viele in Kalifornien, darunter die wunderschönen Strände am Lake Tahoe. Falls du geografisch nicht so versiert bist, erlaube mir, dich darüber aufzuklären. Der Lake Tahoe ist über 2 Millionen Jahre alt und zählt zu den 20 ältesten Seen der Welt. Der riesige Süßwassersee befindet sich zu 2 Drittel in Kalifornien und zu 1 Drittel in Nevada. Er hat eine Fläche von knapp 500 Quadratkilometer und ist 500 Meter tief. Zum Vergleich kannst du dir eine Fläche von etwa 70.000 Fußballfeldern vorstellen. Der Lake Tahoe ist also riesig und hat eine 115 Kilometer lange Küstenlinie mit vielen Stränden. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Lake Tahoe ein bedeutendes Touristenziel. Jährlich reisen etwa 15 Millionen Menschen in die Gegend, um Wintersport zu treiben oder sich im Sommer zu erholen und die atemberaubende Landschaft zu genießen. Vom beginnenden Frühjahr bis in den frühen Herbst hinein ist der See bei Wassersportlern zum Schwimmen, Parasailen und Bootfahren beliebt. Als sich an jenem Tag im August die Besucher am Pope Beach vergnügten, war zunächst nichts Ungewöhnliches zu beobachten. Sie genossen den Tag, hingen am Strand ab und machten, was man eben am Strand so tut. Sie schlenderten am Ufer entlang, picknickten, fuhren Kajak oder schwammen. Es war also ein ganz normaler Strandtag. Das änderte sich plötzlich, als diese schwarzen Dinger aus dem Nichts auftauchten. Und zwar 3 davon, 1 großes und 2 kleinere. Sie sahen aus wie eine Familie und kamen aus dem nahen Wald. Als sie an den Strand kamen, rannten die anderen Strandbesucher sofort weg. Alle waren schockiert über ihr Erscheinen, aber niemand wagte es, ihnen zu nahe zu kommen. Das Trio ging langsam über den Sandstrand zum Wasser, das eindeutig ihr Ziel war. Machte die Hitze auch diesen Kreaturen zu schaffen und wollten sie sich ebenfalls abkühlen? Diejenigen, die im Wasser waren, flohen sofort, als die 3 hineinwatschelten. Sie schienen zufrieden, denn das kühle, erfrischende Nass war alles, was sie wollten und brauchten. Während sich die Menschen weiter von ihnen entfernten, nahmen die 3 ein Bad und wollten gar nicht mehr damit aufhören. Alle waren von dem Spektakel verblüfft, aber die 3 störten sich nicht an den Gaffern. Wie würdest du dich fühlen, wenn du am Strand Spaß hättest und man dich anstarren würde? Für die weniger Selbstbewussten unter uns, die keinen durchtrainierten Körper haben, würden diese Blicke den Aufenthalt am Strand wesentlich unangenehmer machen. Diese 3 kümmerten sich aber nicht darum. Sie interessierten sich kaum für ihre Umgebung, machten einfach das, wofür sie gekommen waren, und amüsierten sich prächtig. Alle waren über das Auftauchen des Trios schockiert, weil sie nicht zu den üblichen Strandbesuchern zählten und ihre Anwesenheit ungewöhnlich war. Dennoch war der Strand öffentlich. Sie hatten schließlich das gleiche Recht, dort zu sein, und niemand versuchte, sie aufzuhalten. Es war durchaus ungewöhnlich und bemerkenswert, diese sonderbare Familie, die sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerte, schwimmen und planschen zu sehen. Während einige Strandbesucher Angst hatten, waren andere von ihnen fasziniert und filmten sie sogar. Um dich nicht länger auf die Folter zu spannen, wer oder was diese seltsamen Strandbesucher waren, ist hier ein Clip, der zeigt, wie sie genauso viel Spaß haben wie die menschlichen Strandbesucher. Die ungewöhnliche Familie, die zur Abkühlung an den Strand kam, war eine Schwarzbärenfamilie, genauer gesagt eine Bärenmutter mit ihren 2 Jungen.
Ihr Herumtollen im See war ein seltener Anblick. Die Menschen beobachteten sie aus sicherer Entfernung und hatten Respekt vor den ungewöhnlichen Besuchern. Man kann schließlich nicht täglich drei wilde Bären beim Herumhängen und Spaß haben zusehen. Eigentlich tollten aber nur die beiden Jungtiere herum und die Bärenmutter schien an ihrem Spiel nicht interessiert zu sein. Einmal rangen die kleinen Bären auf ihren Hinterfüßen stehend im Wasser miteinander und die Bärenmama saß im See und genoss den Wellengang, während die Jungen spielten. Bei dieser Energie ihrer Kinder brauchte sie wohl einen Moment für sich. Du musst bedenken, dass Bären, wie die meisten Tiere, 24 Stunden am Tag bei ihren Jungen sind, bis sie alt genug sind, um für sich selbst zu sorgen. Schwarzbärenjunge bleiben bis zu 18 Monate bei ihrer Mutter, bevor sie auf eigene Faust losziehen. Amerikanische Schwarzbären gibt es kurioserweise nur in Kalifornien. Im Gegensatz zu Grizzlies sind Schwarzbären nicht aggressiv und haben normalerweise eine Heidenangst vor Menschen, nicht so unsere Bären hier. Es sind zwar Verletzungen von Menschen durch Schwarzbären bekannt, nicht aber tödliche. Dennoch ist es keine gute Idee, sich an einen heranzuschleichen. Am Verhalten dieser drei Bären kann man sehen, dass sie die Nähe zu Menschen gewöhnt sind. Sie sind aber nicht die einzigen, denn städtische Bärenpopulationen haben in den letzten 10 Jahren stetig zugenommen, vor allem in Gegenden wie Lake Tahoe, wo Städte und Wildnis nahe beieinander liegen. Jüngste Erhebungen zeigen, dass innerhalb der Stadtgrenzen von South Lake Tahoe etwa 50 Bären leben. Allein auf der kalifornischen Seite des Tahoe-Beckens soll es mehr als 500 Schwarzbären geben, die regelmäßig aus dem Wald in die Stadt kommen. Laut John Buis und Abigail Forsman, die für Kayak Tahoe arbeiten, waren diese Bärin und ihre Jungen schon früher am Pope Beach. Normalerweise besuchen sie den Strand in den frühen Morgenstunden und am späten Abend. Es war daher ungewöhnlich, dass sie den Strand zu einer belebten Tageszeit besuchten, als er mit Menschen überfüllt war. Da die Bären trotzdem kamen, vermute ich, dass sie dringend eine Abkühlung brauchten. Obwohl es bestimmt aufregend gewesen sein muss, sie umgeben von Menschen im Wasser planschen zu sehen, darf auch der Gefahrenfaktor nicht vernachlässigt werden. Daher wurden die Menschen gebeten, Abstand zu halten und den Tieren ihren Raum zu lassen. Laut Experten ist dieser Abstand wichtig, wenn man Bären in der freien Natur beobachtet, da die Bärinnen stets ihre Jungen beschützen. Sie sind so lange niedlich und knuddelig, bis sie plötzlich nicht mehr niedlich sind, sagt Chris Healy, Sprecher des Nevada Departments of Wildlife. Dazu muss nur ein einziger dummer Mensch den Bären zu nahe kommen. Er ist darüber besorgt, dass die Bären tagsüber an einen belebten Strand kommen. Normalerweise verstecken sie sich während der Tageshitze und sind nachtaktiv. Wenn Bären tagsüber aktiv sind, ist das für uns ein Warnsignal, dass sie sich an Menschen und ihre Aktivitäten gewöhnt haben, erklärte er. Doug Howard, der Leiter von Tahoe Recreation, einem Teil der kalifornischen Landverwaltung, vermutet, dass die Bären wegen der anhaltenden Dürre und der Sommerhitze zum Strand gewandert sind. Sie suchen Wasser, sagte Howard. In den Bergen, ihrem natürlichen Lebensraum, wird es immer trockener. Also gehen sie an den Strand, um zu schwimmen und sich abzukühlen. Healy glaubt, dass die Bären am Strand auch auf der Suche nach Nahrung waren. In der Wildnis fressen Schwarzbären Gräser, Beeren und Larven. In der Stadt stellen sie sich auf eine andere Ernährung um und bevorzugen leicht zugängliche und kalorienreiche Nahrung, die sie am Strand oder in der Nähe in Müllcontainern, Mülleimern, Autos und Kühlboxen finden. So ist es nicht ungewöhnlich, dass Bären auf der Suche nach Nahrung an der Küste auftauchen. Auch am Kiewer Beach waren einige Tage zuvor pelzige Strandbesucher zu sehen. Ihr Besuch war aber etwas unangenehmer, da die Bären den Menschen das Essen stahlen und zurück in den Wald rannten. Die Bären an diesem Strand waren echte Yogi-Bären, schlauer als der Durchschnittsbär. Die Behörden sorgten dafür, dass sich die Strandbesucher von den Bären fernhielten. Sie ließen den Bären ihren Spaß und räumten den Weg zum Wald. So konnten die Bären nach ihrem lustigen Familienausflug zurückkehren, was sie auch taten. Die Bären hatten es aber nicht eilig, denn ihr Besuch dauerte so 20 bis 30 Minuten. Wie alle anderen genossen sie die Zeit am See und
gingen dann nach Hause. Wie würdest du reagieren, wenn drei Bären auf dich zukämen, während du am Strand relaxst? Schreien und weglaufen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.